Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute koche ich mit euch, Paprikaschrote, gefüllt mit Hack. Ich nehme immer gemischtes Hack, ich mache das am liebsten, also 60% Rind, 40% Schwein so oder 70% Rind und 30% Schwein, aber damit so ein bisschen Fett und Geschmack noch mit bei ist. Dazu mache ich Kartoffeln. Kartoffeln habe ich im Film oben, wie ihr sie kocht. Oder ihr könnt auch Reis dazu nehmen. Eine Soße setze ich ein bisschen an aus Resten, die ich habe. Da komme ich gleich zu. Ihr könnt auch eine Tomatensoße machen, habe ich auch im Film oben, passt auch dazu. Das mit Reis schmeckt auch super. Die Zutaten dafür, so wie ich es mache, ist einfach gemischtes Hack, Paprikaschoten, bisschen Weißbrot, Zwiebeln, Senf, Öl, bisschen Milch, Salz, Pfeffer. Ich nehme ein bisschen Balsamikum, aber das brauche ich nur für ein bisschen Farbe. Wenn ihr eine braune Soße habt, ihr habt eine da, dann nehmt ihr die. Und sonst nehmt ihr halt eben nur ein bisschen Tomatenmark, geht auch, nicht übertrieben. Und dann habe ich hier so einen Ansatz, Reste. Ne, also alles, was ihr habt an so Reste, vielleicht eine Zwiebel, vielleicht habt ihr noch eine Karotte da, ein bisschen Sellerie. Da könnt ihr zum Beispiel eine Soße von da machen und da können wir auch die Paprika von draufsetzen. Ich mache das jetzt einfach mal im Ofen rein. Schon mal, den habe ich mir vorgeheizt auf 220 Grad. Und dann schiebe ich jetzt erstmal das rein, damit das ein bisschen Farbe bekommt. Für die Soße. Eigentlich ist es ein schnelles Gericht, aber ich zeige euch das jetzt erstmal. So, ich habe hier eine Zwiebel geschnitten, eine ganz normale übliche Zwiebel, die packe ich mir rein. Ihr könnt die auch vorher anbraten, dann ist die Zwiebel ein wenig karamellisiert. Aber dann habt ihr auch gleichzeitig ein bisschen mehr Süße. Und das wollte ich nicht so. Aber wie gesagt, der eine so, der andere so. Das müsst ihr selber für euch herausfinden. Ich mache das eigentlich nie. Jedenfalls nicht für die Art, so wie ich koche. So lasse ich so, dass ich dann auch die Zwiebeln schmecke. Aber da gehen so die Geschmäcker ein bisschen auseinander. Dann brauchen wir Senf da rein. Könnt ihr ruhig einen schönen Esslöffel nehmen. Dann natürlich Salz. Soll ja alles ein bisschen Geschmack haben. Und ein bisschen Pfeffer. Das wird jetzt so die Masse. Des Weiteren kommt Weißbrot dazu. Wenn ihr ein altes Brötchen habt, nehmt euch ein altes Brötchen. Schnibbelt ihr euch klein das Brötchen, so wie ich das hier mit dem Toast eigentlich auch mache. Aber da ich kein Brötchen zu Hause habe, aber ich Toastbrot habe, nehme ich ein Toastbrot. Und ihr könnt auch sonst ein bisschen Paniermehl mitnehmen. Achso, was ich in der Zutaten vergessen habe, natürlich ein Ei, ne? Das Tomatenmark war nachher ein bisschen für die Soße noch. So, jetzt mache ich ein Ei hier rein. Na? Boah. Plastikschüssel. Voilà. Man rechnet eigentlich so. Ein Kilo Hack, ein Brötchen. 1 bis 1,5 Brötchen, je nachdem wie viel der Masse man raus haben möchte. Und 1 bis 2 Eier. So, wenn ihr ein Brötchen habt, könnt ihr das einfach in Wasser einweichen. Oder ihr nehmt halt ein bisschen Milch. Das weichen wir mal so ein bisschen ein. Milch brauche ich glaube ich nicht mehr. Das reicht hier, was ich habe. Das geht jetzt auch relativ schnell. Die Hände hatte ich eben gewaschen, falls ich das nicht gesagt habe. Aber wenn, ist auch wirklich für mich. Wenn ihr das nicht mögt, zieht euch irgendwo Handschuhe an oder wascht euch gründlich die Hände. So. Das wird jetzt einfach durchgemixt, bis ihr eine einheitliche Masse habt.
Dann kommt nachher das Weißbrot noch dazu. Aber ich fange damit schon mal an. Wenn das so ein bisschen nicht so schön findet, wie gesagt, der nimmt einfach Handschuhe. Wenn das auch nicht will, nimmt sich einen Mixer. Da geht das auch, aber dann wäre das einfach zu fein. Dann ist die ganze Struktur ein wenig anders. So, das ist jetzt ganz schön fest. Wichtig ist nachher, dass es eine einheitliche Masse ist. Dass man mit dem Weißbrot, geht das jetzt relativ schnell. Das saugt das ganz schnell auf. Und das wird jetzt durchgemixt. Das mache ich jetzt bis zum Schluss und dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwischendurch müsst ihr natürlich probieren. Wer sich das nicht traut, wie ein großes Fleisch oder so, ja, dann muss er nach Gefühl machen. Aber wenn es frisch durchgelassen ist oder so und ihr im Schlachter euer Vertrauen habt oder auch wenn ihr es im Discounter holt, mir ist bis heute noch nie was passiert. Gibt es vielleicht immer ein erstes Mal, aber trotzdem. So, auf der Masse kann ich noch ein Ei reinhauen. Also ich habe dann jetzt zwei Eier. Muss ich jetzt mal noch ein Ei holen. Jetzt solltet ihr euch auf jeden Fall danach nochmal gründlich die Hände waschen. Wenn ihr das mit der Hand macht und auch wenn ihr das mit Handschuhen macht, dann sowieso. Weil an der Schale und sonst was wegen Salmonellen ist auch noch nie was passiert bei mir, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Und mit Handschuhen, nicht, dass die Leute hier glauben, nur weil Handschuhe an ist, kannst du damit weitermachen. Nee, kannst du nicht. Die arbeiten, die viele arbeiten einfach mit den Handschuhen weiter und haben zig andere Sachen angefasst. Oft genug gesehen. Also, ich bin Koch, ich muss das fühlen. Es soll das Beste draus werden, dafür ist schließlich ein Tier gestorben. Geschmack ist einfach eure Geschichte. Es soll euch schmecken. Aber es kann ruhig ein bisschen stärker gewürzt werden, weil das verliert ja nachher beim Garen. Und wenn der Pfeffer nicht so macht, dann Pfeffer einfach weg. Im Soßenansatz habe ich noch eine ganze Chili drin, weil ich das unheimlich gern mag. Wer Schärfe nicht mag, lässt das natürlich weg. Ne? Ein kleiner Hauch Cayennepfeffer kommt auch immer gut. Nicht übertrieben, gar nicht für die Schärfe, sondern nur damit es ein bisschen von hinten raus kitzelt. Also ich arbeite eigentlich gern damit. So, die Hackmasse ist fertig. Mir schmeckt sie. Was wir nicht brauchen, davon machen wir dann nachher Frikadellen. So, jetzt machen wir die Paprika. Die schneiden wir einfach hier runter. Und den füllen wir die aus. Einfach das rausziehen. Wenn ihr hier so ein Herz noch da dran habt, sieht das nicht schön aus wie ein schönes Herz. Siehst du, das kann ja nur Glück bringen. So, voilà. Das nimmt er natürlich raus und den Deckel auch. Das Weiße würde ich auch rausmachen. Braucht kein Mensch. Kann man aber auch drin lassen, wer das vergisst oder sonst was. Ja, da ist das drin. Die roten Paprika sind eigentlich am geschmackvollsten. Das ist, wie gesagt, das ist sogar Bio-Ware. Die sind für mich sowieso immer in der Regel ein wenig vom Geschmack her intensiver. Einfach nehmen und die Masse reinmachen und schön festdrücken, so wie ihr könnt. So. Manche braten die so, machen sich hier so Deckel noch drauf,
Ich lege die nachher immer alle so rum rein. Und von den Paprika kann man sich dann eine schöne Soße machen. Voilà. So, das ist eigentlich alles. So, wenn ihr entweder füllt ihr euch jetzt noch ein paar Paprika oder macht euch Frikadellen raus. Wenn ihr Frikadellen macht, ich habe zwar einen Film oben, aber jetzt sind wir hier bei, macht euch die Hände feucht. Und dann macht ihr Frikadellen. Wenn ihr nicht viele machen müsst, würde ich immer ein paar kleine machen. Schmeckt ein bisschen besser. Finde ich so. Kann man so schön wegnaschen. Das wären sogar noch ein paar mehr. Brauche ich noch einen Teller. Wichtig ist, dass die Hände immer schön feucht sind. Mit kaltem Wasser. Das zählt für Hackbraten, für allen Sachen. So, voilà. Das war eigentlich jetzt die ganze Arbeit. Wenn man nicht schnackt bei oder so, dann braucht man auch nicht länger wie 10 Minuten. Rest Paprika, die Deckel. Ich schneide das in Streifen und da wird dann nachher die Soße gemacht, dass ich auch eine schöne Paprikasoße habe. Ich finde es immer persönlich gut, das Herz lassen wir im Ganzen. Wenn ich was Sichtbares habe, also so ein bisschen rustikal, dann ist es auch gut, wenn man manchmal verschiedene Konsistenzen hat. Ist auch eine schöne Geschichte. Das wär's. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Das kommt nachher für die Soße. Das brate ich mir gleich an. Wenn ihr das sehen wollt, Frikadellen, habe ich einen Film oben, wie man Frikadellen macht. So, der Ansatz hat ein bisschen Farbe bekommen. Da kommt jetzt Wasser rein. Das wird natürlich ein bisschen gewürzt. Aber auch nur mit Salz, Pfeffer. Und so einen Teelöffel Tomaten. Und hier habe ich dann so ein bisschen was für die Farbe. Darf aber auch nicht so viel sein. Sonst wäre das zu sauer. Aber wenn man so ein bisschen reinmacht, dann schmeckt das richtig gut. So, das rühren wir jetzt mal so ein bisschen durch. So, dann möchte ich das einmal probieren. So, das hat schon ein bisschen Geschmack. Jetzt kommen die Paprikaschoten da rein. Damit wir nachher auch ein bisschen Soße haben. Die würzen wir nachher dann sowieso noch ein bisschen. Aber ihr könnt sehen, ein bisschen Farbe hat sie. Die wird nachher noch so dunkler durch oben. Ich habe den Ofen jetzt so auf 150 Grad geschoben. Jetzt kommen die Paprikaschoten. Die schieben wir jetzt rein. Lassen wir einfach für eine Stunde drin. Und dann ist gut. Und dann sollen die fertig sein. In der Zwischenzeit machen wir uns die Kartoffeln. Oder wenn ihr möchtet, macht ihr euch Reis dazu, wie auch immer. Die Paprikaschoten wollen jetzt eine Stunde drin. Ich stelle mir jetzt mal den Topf hier an. Mach mir einen Tropfen Öl rein. Und schwitze dann mal ganz kurz die Paprika an.
Roller und dann kippen wir dann gleich die Soße darauf. Ich habe jetzt noch ein paar Lauchzwiebeln hier. Falls ihr sowas gerade zu Hause habt, könnt ihr ruhig mit reinmachen. Aber ist jetzt nicht mit auf dem Plan. Aber was ich dabei habe, das sind dann immer doch so ein paar kleine Tricks und Tipps oder so, die ich dann so mitgebe. So, die Soße hat auch ein bisschen Geschmack. Ihr könnt sehen, sie hat ein bisschen Farbe bekommen. Und dann binden wir sie dann gleich noch ab. Ich mache jetzt noch ein ganz bisschen Tomatenmark rein, aber echt, da haben wir so ungefähr fast 2 Teelöffel, also das ist wirklich nicht viel. Dann machen wir noch ein bisschen Zucker rein. Dann rühren wir durch. Ich würze das jetzt nicht hier, das hat genug Salz. Jetzt nehme ich mal ein Sieb und dann kippe ich meine Soße da rein. Der Breder ist schwer, daher ist es mit einer Hand nicht so einfach. Also einmal hochkochen lassen. Und dann mache ich noch ein bisschen Sahne ran, aber das müsst ihr jetzt nicht. Das ist nur eine gewisse Cremigkeit, kann da ruhig rein. In meinen Augen. Am besten nehmt ihr Soßenbinder oder Monamin. Oder was ihr gerade da habt. So, und dann ist das gleich fertig. Ach ja, ihr könnt sehen, ich habe da die Frikadellen noch gemacht. Das ist das Ergebnis hier, meine Kartoffeln. Und hier haben wir die Paprikaschoten, also den Soße, alles mit rein. Das ist immer noch zu heiß. Kann er schon heiß anfassen, aber so, das soll nicht mehr zu stark kochen. Die Soße hat die richtige Konsistenz, ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Jetzt probieren wir sie nochmal. Ja, kann doch noch eine Prise Salz rein. Den stellen wir aus. Wie gesagt, ich habe jetzt aus 1 Kilo Hack 5 Frikadellen, eine habe ich gegessen davon und 3 große Paprikaschoten. Weil ich persönlich finde das immer gut, wenn man sich einen Hackbraten macht oder man macht sich Paprikaschoten, immer ruhig ein paar Frikadellen mitmachen, dann hat man was für die Tage. Schön im Kühlschrank packen und dann hat man ein schönes Essen. Ich werde jetzt erstmal anrichten, dafür die Kartoffeln sind noch heiß. Jetzt für mich ist, mache ich das fast mit der Hand. Das ist auch mir zu heiß. So, die Paprikaschote setzen wir jetzt dahin. Jetzt kommt die Soße dazu. Wie gesagt, das ist jetzt nur vom Hack der Geschmack und Wasser. Habt ihr eine Brühe, nehmt ihr natürlich immer eine Brühe. Das ist auch eine ganz klare Geschichte.
frische Zwiebeln, Lauchzwiebeln. Und das wäre jetzt meine Paprikaschote. Gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. So Freunde, hier ist die gefüllte Paprikaschote mit gemischtem Hack. Dazu die Soße, die wir gewonnen haben. Aus ein paar Zutaten, ist richtig schmackhaft. Dafür, dass das nichts war, einfach nur Wasser und diese Geschmäcker, Salz, Pfeffer, Paprika, Chili, hat den ordentlichen Geschmack, also sehr guten Geschmack. Und dazu ein paar schöne Salzkartoffeln, die auch nach Salzkartoffeln schmecken. Ich kann euch nur sagen, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen, wünscht euch euer Ariel und tschüss. So sieht die Paprikaschote denn aus, wenn sie aufgeschnitten ist. Die eine hatte ich eben schon gegessen, absolut lecker. Ja, ich kann noch mal sagen, viel Spaß beim Nachmachen, euer Ariel.